Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Fight. Und ja, heute kommt es zu einem neuen Spiel, WWE 2K Battlegrounds. Kevin vs. Fred! Oh. Richtig. Und zwar gegen den guten Kevin. Hallo! Ja, 2K Battlegrounds. Mr. Crackhead. Gibt's diesen Monat kostenlos mit Call of Duty Black Ops 4 im PSN Store. Deswegen haben wir uns gedacht, oder hab ich mir gedacht, komm, schlägst du das mal vor. Eigentlich war auch noch eine dritte Person geplant, also Rufen. Aber ja, der ist heute nicht dabei. Aber nächste Woche ich ja dann wieder mit von der Partie. Und ja. Mann, die haben nicht Pete Dunn hier. Bin ich doof. Bin ich Nakamura. Ja, ich guck halt noch, wie man wie man auch schon gesehen hat in den letzten Let's Fight Ausgaben generell so. Ja, wir mögen so ein bisschen Wrestling, so ein bisschen. Ja, nee. Überhaupt nicht, ne? Finde ich scheiße, dieses Fake-Catchen da, ne? So heißt also es. Ich mag ja Catchen, bloß die guten alten Catcher wie Hulk Hogan, Ultimate Warrior, das sind so die, das waren die wahren Catcher, Alter. Die Wrestler. Die Wrestling, ja, das ne? sind, weil, ja, das sind die heutigen Generationen, diese Wrestler. Aber ich bin noch das Alte. Ich fand diese Woche Montag ganz gut, weil da ist noch mein alter Catcher Goldberg wieder zurückgekommen. Weil das war noch ein richtiger Catcher. Und bei Geld in der Bank, da ist auch der alte Catcher John Cena, heißt er, ne? Der ist ja auch schon etwas älter. Ja, das ist auch noch ein guter Catcher. Achso, ich hoffe, ich habe dir jetzt nichts gespoilert. Nö, alles gut, ich habe das ja auch mitbekommen. Ja gut, ich hab's nicht gesehen, deswegen ich hab's nur bei Instagram halt mitbekommen. Ja, ich auch, aber das konnte man ja nicht entfliehen. Also, nur mal kurz zur Erklärung. Es ist kein ernstzunehmendes Wrestling-Game, es ist einfach so Fun-Game. Ja, das ist halt. Und nur... ich spiel's das allererste Mal jetzt gerade, also habt Nachsicht bitte. Ja. Also es ist halt. Es ist jetzt halt nicht so wie die ganzen typischen 2K-Teile. Halt auf. Wie spielst du denn da überhaupt? Robert Root. Oh Gott. Mr. Moustache schon wieder. Nein, da hat er sein Vollbart. Ja, damals, als er noch richtig war. Ha! 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 Oh, das könnten sie wirklich mal einbauen bei den 2K-Teilen. Dass die Stühle kaputt gehen. Dass die Stühle so kaputt gehen. Ja, sie ist wirklich gut. Ja. Das hat was auf jeden Fall. Warum machen sie in einem Joke-Game bessere Mechanik, was Stühle angeht? Soll das? Also so brennende Hände. Also brennende Hände möchte ich aber auch haben im nächsten 2K-Teil. Nein! Oder hier auch so. Also ist jetzt nur so ein Spezial, aber so ein Dudelsack als Waffe. Kann man auch hochnehmen. Guck mal. Na, ist doch so brennende Hände. Liebe. Ja, wie gesagt, also es ist jetzt halt wirklich nicht ernst zu nehmen wie die 2K-Teile. War ja eh nur als Überbrückung gedacht, weil 2K muss ja jedes Jahr ein WWE-Spiel rausbringen. Oh, nice. Die Musik ist gut. Ich glaube, die hörst du ja gerade gar nicht. Nee, die habe ich ausgeschaltet, weil Copyright und so. Aber ich habe dafür wenigstens so ein kleines bisschen die Soundeffekte angelassen und die Kommentatoren. Ich hoffe, das geht für euch. Oh, gerade noch so. Ah! Uiuiui. 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 Nice. War ich noch viel zu fit für. Ja, ich wollte gucken, vielleicht macht er ja. Nein! Ja, ich glaube, dafür bin ich auch noch viel zu fit. Raus. Ja. Doch nicht! Ah! Ja, doch. Ah, shit. Also nicht wundern. Ich bin, also was Kontersystem angeht, bin ich noch komplett überfordert hier. Ja, da bin ich aber auch noch teilweise. Aber wie gesagt, nicht wundern. Man ist hier sehr stark limitiert, was die Move-Vielfalt angeht. Das ist das Einzige, was man kritisieren kann. Aber wie gesagt, es ist halt nur so ein
Kann ich dich nicht irgendwie hochmachen? Mit Kreis, glaube ich. Meistens eigentlich. Oh, kack. Habe ich wieder Konter verpasst? Ihr könnt ja auch gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr es kennt. Mit Kreis pinnst du nur. Oh, so close! 2,9! Ja, das war wirklich 2,9. Nein! Nice. Ah, dafür steht das. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber als ich vorhin das mir runtergeladen habe, war ich so, ey, es gibt auch Street Fighter, ne? Und du willst unbedingt 2K Battlegrounds haben. Ja. Der Kommentator! Wow! Alter. Wo war das ein Epic Fail? Oh! Oh shit! Nice. Ich glaube, das müsste an dich gehen. Ja. Ah, come on! Ja, yeah, frisst ihn. Oh. Da bin ich raus. Ist ganz schön hell, findest du nicht? Nee, geht nur, ist noch viel zu dunkel. Finde ich. Ich habe eine Trophäe freigeschaltet. Charisma. Steh auf, Robert! Zack. Also mit X. Nein. Schon wieder derselbe Move? Macht der immer dasselbe? Ja, aber wie gesagt, Vielfalt ist jetzt hier nicht so viel geboten, leider. Kinshasa, ich glaube, das war's dann auch. Ja, das war's. Ja, das war aber auch eher Glück. Beziehungsweise. Ja, also da muss man. Ja. Ja, wie gesagt, naja, was heißt Glück? Also, es war halt gut gemacht, ne? Also, das muss ich halt nicht sagen. So. Ja. Wollen wir dann noch ein zweites Match machen? Ja, können wir machen. Match Lobby? Das ist ja schon relativ schnell vorbei. Nein. Deswegen. Das. Zack. Ich bin zurück auf Match Lobby. Sag an. Gut. So. Sag an, Männlein, Weiblein, divers. Hier gibt's nur. Hier gibt's nur Männer. Weil das ist das Geile im 2K Battlegrounds, sie haben es getrennt. Es gibt einmal Exhibition Männer und Exhibition Frauen. Was ist daran geil? Ne, das war Ironie. Ach so. Das war ironisch gemeint. Hä? Ach so. Hä? Warte mal. Jetzt nochmal. Kreisdrücke. Da bin ich raus. Hä? Fehler. Okay. Ja. Ich weiß schon, warum ich das vorher nie hatte. Ich mache hier einen Cut. Bis gleich. Ich bin auch mal raus. So, da sind wir wieder und jetzt machen ich wir Taylor Rex spielen. Die gibt's nicht. Alter. Entschuldigung. Oh, aber jetzt mal ohne Scheiß, wäre das eigentlich fies gegenüber was? Der anderen? Also eigentlich dürfte er ja, wenn er wieder wrestlen würde, würde er gegen Frauen kämpfen. Aber so bin ich halt. Ich rede halt immer über viele Themen und auch gerne. Ist ja auch nichts Schlimmes. Ist ja auch eine legitime Frage, ne? Oder? Ja. Ne? Ja, ich kenne mich da auch ja halbwegs ein bisschen aus. Okay. Hä? Ich hab nur okay gesagt. Achso. Ja. Weil ich verwundert war, dass es wieder dieselbe Stage war. Vielleicht muss ich. Ach, egal. Charlotte gegen Rhea Ripley gab es ja in echt auch zuletzt vor kurzem bei Money in the Bank. Gab es noch nie, hör auf. Ah, schön, first, hier, once in a lifetime. Ja, genau wie The Rock und John Cena, ne? Das war once in a lifetime.
Bloß zweimal. Hör auf damit. Es gab's nur einmal. Oben und Kevin. Auch Watson bleibt. Nice. Ja. Fühl meinen Dudelsack. Nein! Ich kann nicht runterspringen. Ah! Hä, bist du jetzt runtergesprungen? Muss ein bisschen nachhelfen, aber. Meine Güte! Kann man auch mal was machen? Rhea Ripley ist eigentlich viel stärker im echten Leben. Ja! Ja! Sterb! Was? Ah, alles klar. Findest du eigentlich, ich steige mich manchmal zu sehr da rein? Nee. Ach, verdammt. Das ist dann halt wiederum in 2K-Spielen. DDT! DDT halt auf du! Machen. Natural Roundhouse. So. Ah, willkommen bei WWE Allstars. Mhm. Es ist halt wirklich 1:1 zu Allstars, nur dass sie diesmal so viele Muckis weggenommen haben. Ah, es geht, also es. Ja. Ist halt nur noch ein bisschen. Und die Charaktermodelle sind halt ein bisschen kleiner, ne? Aber ich fand halt Allstars persönlich noch ein bisschen besser, ne? Vom Gameplay her. Was fand ich denn daran besser? Mehr, viel mehr Move-Vielfalt war dabei, viel mehr Action, viel mehr. Ja, alles besser aufgelöst und so. Also nicht nur aufgelöst, sondern besser gestaltet. Bessere Steuerung, her. Das ist das Einzige. Nee, viel mehr. War da noch dahinter auch die Modi zum Beispiel. Okay, es ist 2K, nee, es ist, wer ist es? Es ist Allstars Light. Ja, das, ja, das kann man sagen. Weil Allstars war jetzt halt echt nicht so schlecht. Für das, was es war, war es gut. Ah, oh, ich dachte, ich könnte da drauf. Oh, dieses X-Gespawn, das geht mir ja richtig auf den Nerven. Ja, das ist jetzt auch nicht so das, was ich mag, aber ja. Na, verdammt, geht's mal. Das nervt mich halt, ne, dass diese Move-Vielfalt, ne, dass die da überhaupt nicht vorhanden ist. Das nervt mich so ein bisschen. Ja. Deswegen, also, habe ich ja auch vorhin schon im ersten Match gesagt, Move-Vielfalt erwartet da nicht so viel. Tot. Two, three. Das 3 wird gar nicht mehr genannt. Verdammte! Piep! Ja, Fred kennt sich ja einfach besser aus mit den Frauen, was? Mm. Weil ich immer kurz hier so erwähne am Rand. Ja. Auf jeden Fall. Also, Ladies. Ja. Weiß nicht, drittes Match oder sagst du, da traue ich. Ich denke, das reicht. Okay, einmal Männlein, einmal Weiblein und dann. Ja. Jo. Ja, und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn es dem so ist, wie gesagt, unten in den Kommentaren könnt ihr hinschreiben, ob ihr es kennt. Wenn nicht, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und was ich noch kurz sagen wollte, warum kein drittes Match, weil dann wird es doch irgendwann, ich sag mal, ein bisschen sehr einseitig, weil es ist ja wirklich von der Move-Vielfalt so ein bisschen. Wenn du das die ganze Zeit zockst, dann denkt man sich auch irgendwann so, yo. Ja, wie gesagt, das ist. Wie gesagt, ja. Das ist halt so das, was ich auch kritisiere. An sich, so für jetzt ein paar Matches ist es ganz cool, finde ich persönlich. Bloß die Move-Vielfalt hätten sie besser machen müssen, das sage ich ja selber. Aber ja. An sich, persönlich, für 2 Matches oder 3, kann man es mal machen. Gegen Kumpels. Naja. Also finde ich zumindest. Das stimmt.
Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Twitter und für Instagram, so dass ihr immer Bescheid wisst, wann ein neues Video online gekommen ist. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Freitag wieder, wenn es wieder heißt Let's Fight. Und die letzten Worte gehen an Kevin. Hä? Ja, schaut gerne vorbei bei Twitter und Instagram. Wie gesagt, momentan ein bisschen stressig mit Instagram. Das versuche ich halt auch schon die ganze Zeit zu verbessern. Ja, ist momentan wegen Arbeit so ein bisschen schwierig. Aber das wird. Und dann sage ich bis zur nächsten Woche.